Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Einen schönen guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde der Chemie. Es freut mich, dass ihr mich weiter begleitet bei meiner Reise durch die Säuren. So, verzählt habe ich mich nicht. Wir haben heute bereits Teil 10. Bevor ich dazu komme, möchte ich kurz den Teil 9 rekapitulieren. Wir haben darüber gesprochen, dass in Cola, Essig, Mineralwasser und Wasser Wasserstoffionen enthalten sind. Diese Wasserstoffionen kann man von ihrer Konzentration, ihrer Menge her messen. Und das tut man günstigenfalls in Mol pro Liter. So, und nun habe ich euch gesagt, dass man repräsentativ für verschiedene Lösungen, aber so im Durchschnitt ungefähr, 10 hoch minus 4, 10 hoch minus 5, 10 hoch minus 6 und 10 hoch minus 7 Mol pro Liter für entsprechend Cola, Essig, Mineralwasser und Wasser experimentell feststellen kann. So, und da es sehr unbequem ist, mit solchen Größen zu arbeiten, rief das den Helden unseres letzten Themas, des pH-Wertes, auf den Plan. Den dänischen Wissenschaftler Søren Sørensen, der 1909 eben den Begriff des pH-Werts kreierte. Und zwar sagte er Folgendes: Wenn wir schon solche unbequemen Werte hier haben, nun ja, wer zwingt uns denn damit zu arbeiten? Wir können ja ganz einfach, da die Basen gleich sind, jeweils 10 in diesen Potenzen, die Exponenten verwenden. Und die Exponenten haben jeweils ein negatives Vorzeichen. Und da jeweils die 10 vorhanden sind und die negativen Vorzeichen gleich sind, können wir doch sagen, das setzen wir als selbstverständlich an. So, und dann bleibt letztendlich nur noch übrig 4, 5, 6, 7. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.